Das höre ich mir gern an. Aber heute sollten wir ja nicht so viel um den heißen Brei herumreden. Heute geht es ja nur darum, dass ich euch zeige, wie ihr die Charaktere aus meinem Webcomic malt, auf das auch ihr irgendwann die Inspiration dazu findet, ein eigenes Webcomic zu malen. Denn das würde mich sehr freuen, wenn selbst ich andere Leute inspirieren kann und dann machen wir irgendwann ein Crossover. Da freue ich mich. Ich habe hier euch schon mal gezeichnet Crash Bandicoot natürlich. Und Clank von Ratchet und Clank. 20 Grad 3 Zusätze ist nur noch einer. Ja, Doch, das ist mir weil egal. du den Clank gezeigt Ja. hast. Weil du ihn in deinem Clank gezeigt hast. Aha, du bist mal wieder ziemlich arg drauf. Okay, ich würde sagen, lasst uns nicht allzu viel Zeit verlieren und direkt anfangen. Wir Ja. zeichnen heute Nienoko. Ihr könnt sie schon hier links sehen. Sie hat auf diesem Bild Very Chubby Bakal. Looking good. Und wir zeichnen jetzt. Das ist aber nicht leicht. Wie Nee. bei jeder Figur fängt man womit an? Du kennst dich schon aus. Den Haaren, gell. Richtig. Viele Leute, um es nochmal zu wiederholen, glauben, nein, das ist überhaupt falsch. Viele Leute glauben ja, Was? man fängt mit so einem X an, macht dann so den Kreis herum und dann malt man so die Haare rein und dann den Körper. Das aber sage ich euch komplett falsch. So malt man nämlich keine Figur. Wenn du eine Figur zeichnen willst, die ja noch gut aussieht, dann muss man schon mit den Haaren anfangen. Und das ist das, was ich heute zeigen werde. Okay. Bei Nienoko sieht man auf dem Bild links schon als Vorlage, die Haare gehen da so. Man fängt natürlich mal links an mit den Haaren, auch ein wichtiger Punkt. So, der Strich. Jetzt vielleicht zu groß, ich meine, mal schauen. Du hast natürlich das Problem, dass du nicht immer weglöschen kannst. Naja, dafür malt man auf Papier besser, Ich habe ja nur ein automatisch, Tier. ja. Marcel Davis ist hier. Hallo Marcel. Übrigens, kleiner Spoiler: Eine Figur aus meinem Comic heißt dann Mavis und ist eine Parodie auf Marcel Davis. Kommt erst viel später vor, soll jetzt noch nicht Programm sein. Wir versuchen das Ganze nochmal, der Strich hier. Ja, sieht schon recht gut aus, aber das geht besser. Man muss sich immer denken, wenn man was Was ist? zeichnet, es ist gut, aber es geht auch noch besser. Das ist das Wichtigste, wenn ihr was zeichnen wollt. Das ist nicht schlecht. Jetzt malt ihr, wenn ihr noch diesen komischen, dieses ganz, ganz komische Haar rein, welches ich mir selber gar nicht erklären kann. Das ist zu Halbmond. Ja, das ist nicht schlecht. Das muss wirklich dünn sein. Dann schaut es meist umso besser aus, sage ich euch. Onja auch mit dabei. Ja, er will Ja, heute mitzeichnen. er will halt den. Er will sich heute auch mal was Gutes tun, der Ongarn. Zeichnet damit. Ah, nein, da schaue ich mal. Ich habe hier auch die 13. Seite schon Wie? fertig. Ich weiß nicht, ob ihr das schon. Du hast das schon gesehen? Lass mich mal. Darf ich Okay. vorlesen? Ja, das kurz vorlesen. Dann macht das Soda-Verbot ja Sinn. Sich? Aber Creme und ich glauben, dass Levi etwas im Schilde führt. Immerhin ist Levi ein Anagramm zu Evil. Ja, das Wow. stimmt. Wieso? Da kommt die Metaebene dann rein. Aber wieso macht Soda-Verbot Sinn? Was war im vorigen Panel? Weil im vorigen Panel, da hat Clemo gesagt, dass Levi eine Softdrinkfirma ist. Ach so, deswegen Und die ja, verbieten, okay. weil sie haben den Päckepack, wo sie sich gerade befinden, gekauft. Ja. Und sie verbieten dort alle anderen Ah, Softdrinks. Das ist doch verdammt clever, nicht wahr? okay. Ja, jetzt verstehe ich's. Hey Leute, die Todesbahn hat gerade eine geringe Schlange. Und wenn man schaut, der Witz an der Sache, hier, warte mal, Ja, da ist gar weil keine in Rot Schlange. ist, hier ist nämlich gar keine Schlange. Ich Hier ist gar nichts. hab's gedacht, du zeigst ihm nur, da ist wirklich so eine Schlange im Gras oder so. Da ist ja einfach gar keine Schlange Gecheckt da. jetzt. Ja. Okay, ich verstehe. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt hast du es Okay. angekritzelt, dann komme ich weiter. Ist mir egal jetzt, nein. Ticket. Das macht 5 Euro. Das kann ich jetzt nicht lesen, das ist viel zu Soll klein. ich dir mal die Was steht Lupe da? machen? Wo habe ich jetzt gedrückt? Sehr Das unglaublich mal ist wieder. die Eingabe. Ja, sagen wir, wo es da steht. Nein, jetzt kannst du es Das lesen. gibt's hier gar nicht. Sagen wir 4. Der will der feilschen, mit dem das hier. Was wir machen. Ja. Deal! Er sagt einfach Deal. Ja. Kann ich nicht feilschen da. Sicher. Ich hoffe, die Fahrt ist nicht zu kurzweilig oder zu langweilig. Ich habe das Gefühl, als wollte ich dich noch irgendetwas fragen, Giallo. Irgendein Haargummi.
Oder war es wegen deiner Brieftasche auch egal? Und das ist jetzt ein Witz, den man nur versteht, wenn man die 10. Seite. Und schon da ist die Schlange, schau. Ah, die geringe Schlange. Okay. Das ist ein Wurm, okay. Wow. Also bitte nichts falsch verstehen hier. Und was unten, du Depp? Ja. Was steht da? Get down? Also dann du lernst schnell, also die spielen der Tic-Tac-Toe oder ja. Was? Also und der Gefangene für den sagt dem an, wo er es machen muss. Ja, genau. Kauft was, verdammt, feiner Sand. Glaubst du, diese Reiko kommt tatsächlich wieder? Nein. Dann gehen wir jetzt aufs Ganze, diese Hakumi darf sich nicht in falsche Hände befinden. Okay, achso, sie muss ihn bringen. Ja, genau. Aber hey, das hat sie... Hat sie vergessen. Hat sie vergessen. Okay. Ja. Und sie würde es auch nicht machen, okay? Ja. Okay. Schau, und wenn du, das ist der Witz an der Sache ist auch, ja. Schau, da ja. ist das Match noch so im Laufen ja. und da hat er es dann verloren. 3 Ringer wieder. Es gibt das tolle Continuity. Und es gibt aber noch 2 andere Easter Eggs. Zum Beispiel, ob du errätst, wer das hier ist. Was? Ob du errätst, wer das hier ist. Zum Näherer, dann gehe ich. Ah, das ist der Koch aus der Stadt, der Bergwerkstadt. Ja, genau, von? Tombi 2. Richtig, ja. Das ist auch erraten. Matkip schreibt dir noch, jemand aus Japan, schätze ich, schaut gerade zu. Siehe Viewer List. Schauen wir mal. Mhm. Mountain. Ja, cool. Aber... Wie komme ich jetzt wieder zurück hier? Ja, mach das Programm jetzt aus. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Du musst die Viewer List schließen. Oh, wie geht ja, das? Lassen wir die Viewer einfach viewen. Oder? Ich finde es auch immer... Natürlich. Hier ist ja gar kein Problem. Nein, ich meine nicht so... Es gibt aber noch ein Easter Egg. Das ist irgendwie frech. Wer ist das hier? Was glaubst du? Warte, das ist Mutton Roshi. Das ist Mutton Roshi? Ja. Ich glaube, du weißt nicht, wie Mutton Roshi ausschaut. Der hat einen langen Bart und eine Brille. Hat er einen langen Bart und eine Brille? Das sehe ich. Das ist keine Brille und der hat auch keinen Bart. Nein. Da ist doch ein Bart. Das ist kein Bart. Nein, der hat keinen Bart. Das ist Bart. Der Undertaker. Nein, soll ich es dir sagen? Ja, so. Das ist der Laughing Salesman von The Laughing Salesman. Okay. Und das hier, den kennst du? Don. Das ist Don, richtig. So, jetzt haben wir wirklich genug Zeit verloren. Wir zeichnen jetzt Nienoko und versuchen, es zu packen. Du hast nicht, schon angefangen? Du hast nicht wirklich einen Hut zum Malen, oder? Du hast einen richtigen Künstlerhut da. Was haben die Künstler immer für einen Hut da? Künstler haben lange Nasen, sagt man ja auch. Das ist zwar schlecht, aber ich würde es fast akzeptieren. Ich glaub, da muss ich neu ansetzen einfach. Das war einfach kein guter erster Strich. So, das ist ja nicht der Künstlerhut, oder? Ja, schon. Auch nicht, aber fast. Ja, das ist es fast schon richtig. Kannst du mal an der Vorlage sehen, damit du dir vorstellen kannst, wie dieses Haar aussieht. Das ist so ganz geschwungen und gebogen und komisch, okay? Ja. Okay, ich glaube, damit habe ich es ungefähr getroffen. Findest du auch? Ja. Ich brauche immer so eine Bestätigung, wenn ich male. Finde ich auch. Okay. Jetzt kommt das, was wirklich schwierig ist. Wir malen jetzt... Okay. Wow, warte. Das war jetzt schlecht. Aber das muss alles spitz sein. Ja, das ist okay. Ich glaube, das ist nicht spitz. Jetzt kommt das Schwierigste. Wir müssen jetzt nämlich die Kopfform hier hinein malen. Ist es wieder weg? Nein. Nein, glaubst du, ich fange wieder von vorne an jetzt? Nachdem ich so weit gereist bin? Das schaut jetzt fast ein bisschen zu marienkäferartig aus. Ich glaube, ich mache das doch nochmal, weil es muss mehr nach unten gehen, glaube ich. So. Ja, das ist perfekt, sage ich dir. Das trifft's gut. Jetzt muss man natürlich den Kopf rund halten. Ja, das ist auch perfekt. Na bitte, es geht doch voran. Ja, ich glaube, ich habe es auch sehr gut. So, jetzt kommt das, was am lustigsten ist. Okay. Wir setzen es nämlich wieder hier an. Ich zeige dann übrigens am Ende meine Zeichnung hier. Okay. In die Kamera und dir und dann. Und dann werten wir aus. Ja. Mhm. Ich hoffe, ihr zeichnet zu Hause auch mit. Ich hoffe, ihr habt eure Mal- und Bastelsachen dabei. Jetzt kommt eine der lustigsten Stellen. Wir setzen wieder hier an. Okay. Und... Na, das ist ja fast wie Magie, nicht wahr? Hm? Das habe ich nicht erwartet. Hi, good night to all. Gute Nacht, Jack Niklas. Schlaf gut. Jetzt haben wir hier... okay, jetzt kommt schon der Körper dran.
Und wie du weißt, Ja. ich male ja oft gar keinen Hals, okay? Okay. Gar keinen richtigen. Da ist So jetzt kein Hals. wie die Warner Bros. Cartoons, gell? Die sind auch ohne Hals. Aber Bugs Bunny hat einen Hals. Nein, aber nicht in manchen Comics. Hör auf. Aber das ist doch so, das ist ja der. Ich habe aber eine Technik entwickelt, mit der ihr keinen Hals zeichnen müsst, weil jeder weiß, der Hals ist das Schwierigste bei einer Figur. Ich habe eine Technik entwickelt, bei der ihr keinen Hals zeichnen müsst, Sehr aber es gut. dann trotzdem so aussieht, als hätte die Figur einen Hals. Okay. Und die Technik will ich euch heute vermitteln. Dazu zeichnet ihr einfach den Kragen. Ja. Beninoko ist ja dreieckig, aber nicht zu tief nach unten, nur ganz wenig, damit ihr Okay. dann auch noch Platz habt, Aber jetzt um schaut die das mehr aus Umrandung. wie ein Spitzbart. Das wird sich noch legen, sage ich dir. Okay. Jetzt malst du noch hier. Ja, jetzt ist es dann schon kein Spitzbart mehr. Bei mir ist jetzt natürlich blöd, die Spitze schaut da in die Richtung, sollte aber so mehr in die Richtung Ja, schauen. da habe ich es richtig. Okay, da lösche ich es dann nochmal weg. Gut, wenn du es beim Ja, ersten Versuch ich muss geschafft ganz hast. kurz schauen. Was musst du schauen? Dass da bei mir auch alles geht. Ich glaube, bei mir geht alles. Okay, das freut mich. Mehr oder weniger. Ja, es ist natürlich schon mal kein Spitzbart mehr. Und Nee, jetzt bei kommt mir auch das, nicht mehr. was ich gerne mache. Jetzt kommt sozusagen die Illuminatentechnik. Das sind jetzt schon Dreiecke, man sieht's. Jetzt kommt die Technik, die ich auch selber entwickelt habe und die sich als ziemlich erfolgreich herausgestellt hat. Du malst jetzt die Schultern Okay. und zwar setzt du genau hier an, sodass du dann so machen kannst. Und wie du siehst, Dreieck bildet sich dann hier, Ah, Illuminatentechnik. okay, warte. Und Ja? das machst du jetzt mal so ungefähr und am Ja? Ende kannst du es ja noch so ausbessern und Okay, verfeinern. okay. Das Na, das jetzt, muss jetzt eher so ja, das rum. muss jetzt, nein, das muss ähnlich wie das sein, nur nicht so Ich glaube, weitläufig. ich habe es sehr gut eigentlich getroffen. Dann ist es jetzt schlecht hier von mir. Ah, das ist okay, dann müssen wir das dann ein bisschen eckiger machen, weil hast du dann das Eck hier. Das muss dann natürlich auch da sein. Aber jetzt mal ganz okay. Jetzt malst du das sind jetzt so die Arme, okay? Weil die Schultern sind ja knüpfen an die Arme an, gell? Ja. Ja, und jetzt malst du halt einfach den Körper rein. Zack und zack. Das ist ja einfach. Das ist ganz einfach. Warte, das. Ja, das ist Aber noch jetzt sieht besser es ein nicht mehr bisschen. so gut aus bei mir. Also, Wirst du den ganzen na, so Körper zeichnen, wird das jetzt dann so mehr passt. auseinander noch gehen. Das wäre dann noch ein bisschen besser. Ist halt jetzt nicht so. Es passt schon Ja. bei mir. Ja, wenn es bei dir passt, ja, dann ist es mir recht, gell? Okay. Okay. Jetzt sehe ich gerade, ich könnte das noch ein bisschen besser machen. Hier die Schulter, die ist jetzt ziemlich rund. Ich habe doch das gehört, ich habe das auch so. Und zu rund fast schon. Ah, okay. Okay, wenn du sagst, es geht, dann geht's. Ja, ich sag's dir nur. Das kannst du jetzt da so. Ärmel. Kanal. Ärmel. Okay. Und dann bilden sich da schon die ersten überflüssigen Striche, die du wegradieren musst. Oder wegretuschieren, kann man ja auch dazu Ich sagen. habe keinen Und Strich mehr. Dominik Didi sagt einen herzlichen guten Abend. Eine große Freude, dass Onja auch wieder dabei ist. Ja, ich zeichne heute mit. Der Onja wollte sich heute mal was Gutes tun und auch lernen, wie man zeichnet. Und ich bin natürlich froh, dass ich ihm das auch lernen kann. 25 Jahre Erfahrung. Warte. Wie du siehst, die Schulter ist jetzt so. Das kann man zwar als Stilmittel jetzt verwenden, aber es ist trotzdem ziemlich unpassend. Hier haben wir noch einen Strich, den wir weggradieren müssen, der hier. Ja, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ja, er sieht doch schon mal gut aus, gell? Ja, bei mir auch. Jetzt haben wir natürlich keinen Platz mehr, die Hände zu malen. Ich Deshalb. schon. Bitte hör auf, Onscha. Und Jetzt jetzt mal. kommt etwas Lustiges. Wir wollen jetzt mal die Haare hier vollenden. Ah ja, Okay? das bei mir auch noch nicht. Der Strich geht jetzt halt zu weit nach außen. Da müssen wir ungefähr hier ansetzen, wo es noch gut ist, wo noch was zu retten ist. Setzen wir an, wo noch was zu retten ist und machen es neu. Wenn es passieren würde. Ja. Das ist jetzt fast ein bisschen zu spitz, aber es sieht trotzdem gut aus. Und das ist auch ganz wichtig. Auch wenn es technisch gesehen nicht gut aussieht, wenn es beim ersten Blick, beim ersten Hin schon gut aussieht, dann ist es auch wirklich gut.
Weil alles sieht schier aus, wenn man nur lang genug hinschaut. Es ist okay. So. Ja? Okay. Schau, ich habe in meinem Zimmer ein One Piece Poster hängen. Ja. Wenn ich da, wenn das so, das hängt über meinem Bett. Und wenn ich so die ganze Nacht drauf schaue, irgendwann merke ich auch die feinen Fehler. Und dann sieht es irgendwann einfach nicht mehr perfekt aus. Obwohl beim ersten Hinsehen sieht es ziemlich perfekt aus. Verstehst du das? Ja. Verstehst du jetzt, worum es hier eigentlich geht? Ja, ich glaube, ich habe das sehr gut. Okay. Nein, doch nicht für dich. Ich habe das anders. So, wir machen jetzt die anderen Haare. Mich auf der Seite. Ist ja logisch, dass hier auch noch ein bisschen die Haare da sind. Gell? Mhm. Ja, stimmt. Also das ist es eigentlich nicht schlecht. Das finde ich jetzt eigentlich persönlich ziemlich gut getroffen. Okay. Jetzt kommt das Gesicht. So ja. Weit sind wir schon, ja? Ja, das ist gut. Schon wie du merkst, ich habe jetzt zwar keinen Hals gezeichnet. Du Halsabschneider. Aber es wirkt jetzt auch nicht, als wäre ihr Kopf so wirklich so, pff, so drauf, ich gell? Ja, so wegen der Illuminatentechnik. Ah. Das ist eine ganz wichtige Technik, die ihr euch unbedingt einprägen solltet. Jetzt kommen wir zum Gesicht, aber vorher kommt noch etwas anderes, nämlich die Schleife. Wie du hier auf dem Bild siehst, hat Ninoko so eine Schleife oben. Und das ist etwas, womit ich mir selber sehr schwer tue, aber es ist gar nicht schwer, sage ich dir. Du malst einfach ein Oval oder eine Ellipse, kann man dazu auch sagen. Mhm. Und dann so und so. Und das ist schon eine Masche. Das kannst du dann noch verbinden, falls nicht alles ganz verbunden ist. Das ist aber jetzt eine unverbindliche Übung, okay? Okay. Und du kannst dann auch noch solche Striche reinmalen, die Krümmungen der Schleife implizieren sollen. Ja. Musst du aber nicht, das ist auch unverbindlich. Jetzt, wenn wir es ganz perfekt haben wollen, können wir diesen Strich da noch wegmalen. Habe ich gemacht. Weil der Kopf geht ja nicht durch die Schleife. Nein, die Schleife ist auf dem Kopf. Nein, ja, genau. So ist es nicht. Ja, genau. Nein, Anja, da hört der Spaß dann bei mir auch auf, wenn du solche Scherze machst. Jetzt kommen wir zum Gesicht, was einerseits der wichtigste, spannendste und lustigste Teil ist, aber es kann auch verdammt demotivierend sein, wenn man es nicht hinbekommt. Oder wenn man es schlecht macht und das Gesicht dann komplett komisch aussieht. Das ist demotivierend. Aber wenn man es gut macht, dann ist es sehr motivierend. Also es ist so ein Plus-Minus-Effekt, gell? Ja. Für Augen. Studien haben auch gezeigt, Augen besser vertikal als horizontal, kann man aber von Charakter zu Charakter unterschiedlich machen. Rund ist dann so das Mittelding, was eigentlich immer gut aussieht. Wir wollen es jetzt mal eher vertikal versuchen. Dazu setzen wir dann ungefähr hier an, für das rechte Auge mal, von uns aus gesehen hier. Ungefähr hier dann so. So. Nicht schlecht, könnte aber noch eher ein bisschen mehr nach außen gehen. Vielleicht zu groß schon fast wieder. Könnte was werden. Das geht ja ganz schnell. Machen wir es mal, und das können wir dann wieder komplett wegtun, wenn es nichts ist. Machen wir es mal einfach so auf schnell. Haben wir hier so zwei Augen halt, nicht wahr? Ah, so wie Donald Duck, gell? Nein, aber ich male das, ich glaube, bei Dragon Ball ist es ähnlich. Ich male die Augen ungefähr so in dieser Art. Jetzt kommen die Pupillen leicht eigentlich. Das sind eigentlich nur Kreise, die jetzt nicht ganz rund sind bei mir. Mach sie am besten so, eher nicht so, das ist jetzt der Mund. Mach die Pupillen eher nicht so, dann mach sie eher so. Verstehst du den Unterschied? Ich verstehe. Oder ganz rund ist auch so das Mittelding. Kommt drauf an, auf deinen Zeichenstil. Du kannst ja auch die Figuren von einem Comic aber in deinen eigenen Stil zeichnen. Das ist auch was Nettes. Die Augen sind voll hinter den Haaren bei mir irgendwie. Schau, das ist auch die Frage, die sich viele Leute stellen. Was macht man, wenn die Augen sich mit den Haaren überschneiden? Das will ich dir jetzt zeigen an dem Beispiel von der 13. Seite. Es ist ganz einfach, was du machst. Schau, zum Beispiel hier haben wir es ein bisschen. Du lässt die Striche von den Augen aber übrig. Ja. Und malst das aber dann einfach in der Farbe der Haare an. Okay? Okay. Vielleicht haben wir noch ein besseres Beispiel auf der Seite. Nicht wirklich. Da haben wir es noch ein bisschen. Da dasselbe. Verstehst du es? Ja, verstehe ich. Es ist ganz einfach. Tja, jetzt kommt der Mund. Der ist auch nicht schwer. Schau, jetzt kannst du noch mit den Augen verschiedene Dinge versuchen. Du kannst es versuchen, jetzt noch mehr abzurunden. Indem du hier noch einen Strich machst, der ist jetzt nicht schön. Jetzt auch hier so die Abrundung so machst, dass die Augen mehr rund wirken. Weil es sieht dann oft so aus, als wären die Figuren wie so geschockt. Da macht man auch solche Augenringe noch.
Oder du kannst die Augen so, du kannst die Backeln mehr andeuten, indem du sie hier einfach nicht so, sondern ungefähr so ranmalst. Siehst du, das sind dann so die Backeln. Ja, stimmt. Aber das machst du nicht. Also du kannst das machen, aber ich mache das auf jeden Fall nicht. Ja. Und jetzt kommt der Mund. Jetzt kannst du aussuchen, was für einen Mund du willst. So einen Mund. Oder so einen Mund. Oder so einen Dreieckmund. Ein Schnabel. Oder ein verkehrter Dreieckmund. Wow! Es gibt viele Dinge. Oder du kannst auch so einen Mund machen. Gibt einfach... Der Mund macht das ganze Gesicht. Ja, das stimmt auch. Ich glaube, ich mache jetzt so einen richtig großen... Du kannst auch so einen seitlichen Lachmund machen. Ich glaube, ich mache so einen richtig großen Lachmund. Aber so. Oh, das ist ein bisschen zu groß. Nein, das sieht dann so Clank-mäßig aus wieder. Clank haben wir auch heute schon gezeichnet hier. Oder ich mache so einen, wie es da bei der Vorlage ist, einfach so, so. Aber das ist jetzt zu sehr seitlich, das wirkt dann auch komisch. Ja, das ist nicht schlecht, das ist lustig und lustig soll es ja sein, nicht wahr? Matke sagt, ganz schön viele Illuminaten. Stimmt eigentlich. Auch ein Dreieck, hier, Dreiecke, einfach überall. Jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, nämlich genau der Teil, der männliche und weibliche Charaktere unterscheidet. Na klar, es sind die Wimpern. Bei weiblichen Figuren machst du Wimpern, bei männlichen Figuren nicht. SpongeBob hat zwar Wimpern und ist männlich, aber das ist von Amerikanern gezeichnet, gell? Das kann man nicht vergleichen. 1, 2, das ist jetzt nicht so schön. Versuchen wir es gleich nochmal. Setz so ungefähr oben, vielleicht ein bisschen weiter außen dran, nicht ganz oben. Mach dann so eine und auch eine kürzere. Eine und noch eine bisschen kürzere. Perfekt, nicht wahr? Ja? Ja. Das ist eigentlich jetzt fertig, kann man so sagen. Jetzt kannst du noch so die extra Features machen. Du kannst hier so falten bei den Ärmeln. Du kannst hier so falten. Du kannst in den Haaren falten, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Du kannst im Gesicht falten, aber das lass du lieber. Das lass du besser sein. Und kolorieren. Coloring kommt später. Und Nenoko hat natürlich die zwei Katzen, Miau und Miaui, die auch hier als Easter Egg drin sind. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber... Hä? Miau? Ah. Miaui? Ah. Und dann noch hier nochmal Miau. Okay. Die kannst du jetzt in die Ärmel malen. Bei mir geht sich das halt nicht aus, weil die Ärmel da schon am Ende sind. Ich war so, ja, das ist Miaui. Ja, siehst du es? Da hat der Strich, das ist Miaui. Ja. Echt? Wie man Miau und Miaui malt, das weiß ich selber jetzt nicht so genau. Also, naja. Katzenmund! Das stimmt, das kann man auch machen. Machen wir nochmal den Katzenmund. Versuchen wir nochmal den Katzenmund. Das ist natürlich auch gut. Das ist auch eine lustige Spaßangelegenheit. Malen wir es weg nochmal. Zack, zack, zack. Radieren. Ich könnte es jetzt auch da weglöschen, aber dann werden die Falten wieder weg. Und die sind ja auch ziemlich gut geworden. Oder? Katzenmund! Oder versuchen wir noch einmal. Kannst du entweder so machen, du kannst auch so einen breiteren Katzenmund. Du kannst auch so einen sehr geschwungenen Katzenmund. Katzenmund gibt es auch verschiedenste Variationen. Du kannst auch so einen offenen Katzenmund. Musst du nur aufpassen, weil da könnte man glauben, dass das die Zunge ist, wenn du das nicht gescheit machst. Das passt aber jetzt gerade überhaupt nicht. Also mache ich das nochmal weg, mache nochmal diesen Mund. So, das, so zeichnet man Nienoko. Coloring kommt später. Es kommt nochmal Malen nach Zahlen, damit ihr es auch wisst. 1, 2 und 3. Und da auch 3. Und ja. Und die 1 ist gelb. Die 2 ist rot. Und die 3 ist so türkis. So circa. Ja. Und mal die Vorlage habt ihr dann hier. Da seht ihr, wie das Farbschema hier ist. Ziemlich toll. Finde ich persönlich. Oder mäßig aus mit der 3 im Auge. Also eine gute Idee für ein Charakterdesign, so eine Roboter-Cyborg-Figur, die immer so Zahlen in den Augen hat. Das muss ich mal merken, baue ich vielleicht nochmal irgendwo ein. Ja. Ja, sieht lustig aus, sagt der Matkip. Und Dominik sagt noch, also on-garn, jetzt ist das Layout noch immer nicht umgestellt. Tja, heute ist jetzt nur der Zeichen-Stream. Da hat der on-garn ja auch nichts zu melden, da bin ich ja hier eigentlich der Maler. Eigentlich sind wir ja schon fertig. Wie spät haben wir es? Halbe Stunde haben wir nur gebraucht. Ziemlich flott waren wir heute.
Welche Figur zeichnen wir denn nächstes Mal? Wir haben jetzt schon, wir haben Charlo, wir haben Raiko, wir haben Clemo, wir haben Nienoko. Das sind jetzt alle vier Hauptcharaktere bis jetzt. Dann können wir später machen die Gangster, wenn ihr wollt. Also diese Typen hier, obwohl die sind sehr leicht. Also das kann wirklich ein Volksschüler auch schon. Der Stream wird dann wahrscheinlich nur 10 Minuten dauern, weil das ist wirklich komplett easy. Aber wenn ihr das sehen wollt, dann können wir es trotzdem machen. Oder wir zeichnen eine Figur mal von der Seite. Oder von oben. Nein, das ist schwierig, das kann ich selber nicht. Naja, ich werde mir schon was einfallen lassen. Lasst euch dann überraschen, nächsten Sonntag. Montag ist Schule und auch ein Stream. Der Osterstream. Machen wir da eigentlich eine Stunde oder länger dann morgen? Ja, sicher, das ist Ostern. Ja, okay. Ja, wie du meinst. Halb 8 an, gell? Halb 8? Okay, ja. Morgen fangen wir um 7:30 an. Da schlafe ich zwar noch, aber das ist mir egal. Und dann streamen wir halt mal 3 Stunden. Banjo und 19.30 Uhr. Banjo und wie ist das andere? Spiro. Spiro, ja genau. Die zwei Spiele waren wieder etwas länger. Und wir begeben uns da auch bei dem Spielen gleich auf Easter Egg-Suche. Das wird ganz spannend, sage ich euch. Dominik sagt, Montag ist echt sicher nicht Easter Schule. Easter Egg-Suche? Ja, sicher. Ich kenne ein paar gute Easter Eggs bei Spyro. Ich glaube, Spyro kenne ich auch, aber bei Banjo habe ich keine Ahnung. Ja, da müssen wir suchen, hä? Wäre blöd, wenn wir schon wissen, wo die Eier versteckt werden, stimmt, nicht wahr? Naja. Dominik sagt noch, nachdem heute Ostern ist, können Sie ja jetzt ein Spiel einlegen und weitermachen, Streamer. Nein, das nicht, aber morgen dafür 3 Stunden. Der Osterstream. Morgen ist ja Ostermontag, gell? Und heute ist Ostersonntag. Doch der ist mir egal. Tja. Okay, darf ich meine Zeichnung herzeigen? Ja. Ja, das ist gezeigt. Ich muss das näher halten, dann tut es hoffentlich. Ja. Muss das nochmal nachziehen, doppelt. Nein, das ist das ja. Wie findest du das? Wertung? Also ich gebe dir dafür jetzt 4 von 10 Punkten. Okay. Was man da noch verbessern müsste, ist, du hast da den Kragen nicht gezeichnet. Ah, aber ich habe extra die Dreiecke gemacht. Ja, aber ist trotzdem. Und keine Ärmel. Also das schaut, schaut jetzt, wo ist denn die Ärmel? Diese Dinge. Das schaut jetzt nicht gut. Das schaut aus, als hätte jetzt nichts an. Das ist ja echt nicht gut. Okay, zeig nicht auf der Rückseite nochmal besser. Wow! Das ist perfekt. 10 von 10. 10 von 10. Check. Das ist das, was ich eigentlich gezeigt habe. Sieht man da viel Unterschied? Das ist perfekt. Ich wollte das letzte habe ich nur so schnell nachgezeichnet. Als Schocker. Und dann Das ist halt typisch Onshot. Typisch Onshot. Das ist die eigentliche Zeichnung. Ja. Nochmal. Nochmal und du liegst im Krankenhaus. Das ist sehr gut geworden. Das ist jetzt eigentlich das erste offizielle Fanart. Ja, ich schenke dir. Danke. Kannst du an die Wand hängen. Dominik hat ja auch schon, glaube ich, mitgezeichnet, beim ersten zumindest. Da muss er noch einen schicken. Er kann mir auch schicken. Also ich freue mich da über Fanart. Das ist ganz toll. Twitter. Ja, das ist ja der Sonntagstream da. Fanart und alles rund um Charlo Adventure. Beziehungsweise die erste Staffel heißt der Charlos spannendes Stadtabenteuer. Das ist ein cooler Name. Cool. Ja. Also jetzt wollen wir es nicht noch länger hinauszögern. Ich muss kurz den Chat noch fertig lesen, aber dann müssen wir auch schon Schluss machen, weil ich muss auch noch Abendessen. Ich freue mich schon richtig. Eine gute herzliche Nacht an Sie, Streamer, und natürlich auch an dich, Ongarn. Okay. Dann schreibt Dominik noch, meine Zeichnung wird dann bis zu den Sommerferien dann auch koloriert sein. Muss er erst hier lernen. Ah, stimmt, ja, kolorieren müssen wir auch lernen. Dann nehmen wir dann vielleicht auch eine der Zeichnungen, die wir schon gezeichnet haben, in eine der vorherigen Streams und kolorieren die dann erstmal. Sieht Ongars Zeichnung aus wie Chibi Miku? Welche, die oder die andere? Die hässliche oder die gute? Welche? Die hässliche oder die gute? Welche, die hässliche? Kam mir so vor. Naja, wenn du dann das nächste Mal hier dabei bist, kannst du dir noch mal ein genaueres Auge darauf werfen. Aber ja, das war jetzt der Stream.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen oder Sonntag oder Samstag, morgen je nachdem. Um 20 Uhr. Nein, morgen um 19.30 Uhr. Osterstream mit Banjo ja. und Spiro. Aber es ist jetzt eine einmalige Sache. Also Dominik, da kannst du ja nicht am Samstag oder so kommen und dann wieder sagen, hey, ich habe doch, die fangt jetzt immer um 19.30 Uhr. Nein, das ist nur morgen. Osterstream. Weil halt Ostern ist. Aber ansonsten tolle Partie. Wir können auch da im Raum Ostereier verstecken. Die müssen wir dann suchen. Ja, jetzt reicht es aber langsam und gar nicht. Ich sage jetzt ciao und das war der Stream für heute. Hat mir natürlich wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Vor allem, dass ihr alle Tricks gelernt habt. Oder so. Du musst bei den Farben noch die Zahlen dazu schreiben, sonst weiß man nicht. Ja, das Coloring machen wir dann eh noch irgendwann einmal. Ich habe gedacht, das malen. Das ist jetzt eine Fleißaufgabe. Ja, man sieht es ja eh an der Vorlage hier, wie es gehört. Also. Okay, aber da hast du noch so Lichteffekte so reingemacht, die musst du auch noch zeigen. Ja, das kommt. Coloring inklusive Licht- und Schatteneffekten, das lernen wir alles noch. Ach keine so. Sorge, Leute. Okay. Also dann, tschüss! Tschüss! Bis morgen!